Es ist fast geschafft. Der Bergbauvorstand Uwe Grosser und der Leiter des Tagebaus Welzow Süd, Andreas Redlich, schlagen traditionell Zimmermannsnägel ein. Im Industriepark Schwarze Pumpe wurde bei der LEAG gestern Richtfest gefeiert. Hier entstehen neue Tagesanlagen. Der Tagebaufortschritt des Tagebaus Welzow Süd im Teilfeld 1 erfordert dies. Von der Blickrichtung werden wir 2018, spätestens 2019, dann mit allen Anlagen teilen, was die Tagesanlagen betrifft, hier am Standort Schwarze Pumpe heimisch werden. 900 Bergleute werden in der sogenannten Waschkaue untergebracht. Hier können sie ihre Arbeitssachen ablegen und duschen. Das Gebäude wird eines der modernsten im Industriepark Schwarze Pumpe sein. Die Mitarbeiter in Welzow Süd müssen sich bislang in über 40 Jahre alten Aufenthaltsräumen erholen. Sie sind froh, dass die LEAG für sie investiert. Sag mal, für uns ist immer wichtig, wenn Bautätigkeiten sind, ist Entwicklung. Und Entwicklung bedeutet natürlich auch Fortschritt und damit natürlich, dass es in der Braunkohleindustrie auch weitergeht. Und deswegen sind die natürlich sehr froh, dass sie hierher ziehen können, auch wenn zum Teil, sag ich mal, die Arbeitswege vielleicht etwas länger wären, die Anfahrwege länger wären. Aber das überwiegt nicht. Es überwiegt also die Freude darüber, hier an diesem neuen Standort dann auch sich umziehen zu dürfen. Die neuen Tagesanlagen kosten rund 30 Millionen Euro. In den nächsten Jahren wird der Standort Schwarze Pumpe weiter ausgebaut. So sollen unter anderem neue Verwaltungsgebäude entstehen. Die LEAG will damit in die Zukunft investieren. Damit setzen wir auch ein Zeichen und auch ein Zeichen für die Verantwortung der Region, die wir auch weiterhin übernehmen. Mit unserem Revierkonzept, was wir vorgelegt haben, haben wir klar und deutlich uns geäußert, dass damit eine Basis für 25 bis 30 Jahre in der Perspektive gegeben ist. Mit dem Richtfest der neuen Tagesbauanlagen will die LEAG den Industriepark Schwarze Pumpe stärken. Für das Bergbauunternehmen wird dieser in den nächsten Jahren von noch größerer Bedeutung werden.